Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist durchaus auch ein geheimnisvoller Jesus. Wenn wir dieses etwas kitschige Bild anschauen, da ist in die Wolken ein Löwe und ein Lamm hineingebracht als Bildcollage, dann versuchen diese Vergleiche Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt auf sich nimmt, dann versuchen diese bildhaften Vergleiche diesem Geheimnis des Jesus von Nazareth, des Jesus Christus, des Sohnes Gottes, irgendwie ihm auf die Spur zu kommen. Es ist ja so, dass uns der Glaube an Jesus nicht alle Fragen beantwortet, sondern auch Geheimnisse uns zeigt, wo wir staunend davor stehen und ihnen dennoch vertrauen dürfen. Damit wollen wir uns heute beschäftigen in der Atempause, heute am Samstag, den 16. Mai 2020. Wir lesen nach dem ökumenischen Bibelleseplan 1. Timotheus 3, diese wenigen Verse, diese drei Verse 14 bis 16, und wollen uns mit diesem Thema beschäftigen, geheimnisvoller Jesus. Wir lesen das hier in dem ersten Timotheusbrief im Kapitel 3, was Paulus dem Timotheus versucht zu sagen. Und wir wollen dem nachempfinden und über das Geheimnis des Glaubens an Jesus Christus, über das Geheimnis der Person Jesu miteinander nachdenken. Das ist eine spannende Sache. 1. Timotheus 3, Abvers 14. Ich schreibe dir das in der Hoffnung, bald zu dir kommen zu können. Es könnte aber sein, dass sich mein Kommen verzögert. Dann musst du wissen, wie man sich zu verhalten hat, wenn man zur Hausgemeinschaft Gottes gehört. Denn nichts anderes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und damit ist sie Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Und unbestreitbar groß ist das Geheimnis, auf dem die Ausübung des Glaubens beruht. Er erschien als Mensch in der irdischen Welt und wurde in sein Reich eingesetzt in der himmlischen Welt. Er zeigte sich den Engeln und wurde bei den Heiden verkündet. Überall in der Welt fand er Glauben und wurde in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Viele kompakte, komprimierte Worte, um das Geheimnis, das sich um die Person Jesu Christi rankt, irgendwie näher zu kommen. Wir lesen da in Vers 16, und unbestreitbar groß ist das Geheimnis, darüber wollen wir nachdenken, auf dem die Ausübung des Glaubens beruht. Er erschien als Mensch in der irdischen Welt und wurde in sein Reich eingesetzt in der himmlischen Welt. Er zeigte sich den Engeln und wurde bei den Heiden verkündet. Überall in der Welt fand er Glauben und wurde in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. In den ersten Jahrhunderten der Kirche Jesu Christi hat man über dieses Geheimnis versucht, immer mehr Klarheit zu gewinnen. War Jesus nun Mensch? War er Gott? War er beides zusammen? Wenn wir zum Beispiel über so ein Geheimnis wie die Jungfrauengeburt nachdenken, da kommen wir wissenschaftlich, biologisch an Denkgrenzen, die wir einfach nicht überspringen können. Es bleibt ein vollkommenes Geheimnis, wie der Heilige Geist Gottes an der Zeugung von Jesus im Mutterleib der Maria beteiligt war. Weh dem, der versucht, das zu sezieren, auseinanderzuklamüsern. Das führt zu nichts. Es gibt Geheimnisse,
des Glaubens, die können wir nicht analysieren. Wir können aber ihre Botschaft sehr wohl entgegennehmen, nämlich, dass dieser Jesus Christus nicht einfach ein normaler Mensch war, sondern einerseits der Sohn der Maria und andererseits der Sohn Gottes. Das wird hier so beschrieben. Er erschien als Mensch in der irdischen Welt. Und dann das andere. In Römer 1 lesen wir, wie der Apostel Paulus versucht zu beschreiben, dass Jesus Christus als Sohn Gottes eingesetzt wurde durch die Auferstehung von den Toten, durch die Verwandlung zum ewigen Leben in die herrliche Existenzform, die so anders ist als die irdische, leibliche. Und das steht hier auch. Und er wurde in sein Recht eingesetzt in der himmlischen Welt. Die Auferstehung Jesu von den Toten, die Verwandlung vom Leichnam in die neue Existenzform ist auch so ein Geheimnis. Wer will das ergründen? Wie verwandelt Gott jemanden aus dem Tod der alten Schöpfung in das Leben der neuen Schöpfung? Das ist ein Geheimnis des Glaubens, das wir ablehnen können oder vor dem wir staunend stehen können, der Verkündigung des Neuen Testaments, der Apostel Glauben schenken und dieses Geheimnis in unser Herz aufnehmen. Ist ja nicht irgendein willkürliches oder völlig abstruses Geheimnis, sondern es ist ein leuchtendes Geheimnis. Da ist Glanz dabei, das ist was unglaublich Besonderes. Da kommen geistliche Wahrheiten auf uns zu, die wir mit dem Verstand nicht begreifen und doch mit dem Herzen annehmen können. Und diese Spannung zwischen dem Menschen Jesus, der am Kreuz auf Golgatha leidet, unglaublich leidet, und dem Sohn Gottes, der eingesetzt ist zur Rechten Gottes in Herrlichkeit, diese Diskrepanz, die gehört zu diesem Geheimnis der Person von Jesus. Wir haben über den Löwen und das Lamm kurz gesprochen bei diesem Bild. Und deswegen habe ich mal zwei Bibelstellen rausgesucht, wo das vorkommt, wo Jesus einerseits als Lamm und dann als Löwe bezeichnet wird. Offenbarung 5, Vers 12. Sie riefen mit lauter Stimme dem Lamm, das geschlachtet wurde, steht es zu, die Macht zu bekommen, dazu auch Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. Das ist ein Blick in die unsichtbare Wirklichkeit des Himmels. Und da wird das Lamm verehrt, das jetzt die Macht bekommt. Ein Lamm, das Macht ausübt. Spüren wir etwas vom Geheimnis des Glaubens? Da werden Bilder gebraucht, die uns einerseits verstehen lassen und andererseits nur staunen lassen können. Wie kann ein geschlachtetes Lamm herrschen? Und wenn wir im selben Kapitel Vers 5 lesen, da geht es andersrum. Da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht, sieh doch, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel David, hat den Sieg errungen. Er kann die Schriftrolle und ihre sieben Siegel öffnen. Im selben Kapitel der Offenbarung des Johannes ein ganz anderes Bild für Jesus, den zu Rechten Gottes eingesetzten Herrn der Welt. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der den Sieg errungen hat. Man nennt ja den Löwen auch den König der Tiere, weil er so herrschaftlich ist, so gewaltig, so durchsetzungsfähig. In der afrikanischen Savanne weiß jedes Tier, dass der Löwe, wenn der kommt, Autorität hat, Kraft hat und dass man sich besser auf den Löwen einstellt,
als dass man ihm einfach nur so gedankenlos in die Quere läuft. Der Löwe, der herrscht, das Lamm, das geschlachtet wurde. Ich möchte uns damit nur zu diesem Geheimnis führen, von dem Paulus hier auch spricht, dass wir einerseits alles, was wir verstehen können von Jesus, auch in den Schriften des Alten und Neuen Testaments, dass wir das begierig kennenlernen dürfen und immer besser verstehen dürfen. Das ist das eine. Und das andere, dass wir das Geheimnis um die Person Jesus, den geheimnisvollen Jesus, nicht einfach auflösen wollen mit billigen Spekulationen oder selbstgemachten Erklärungen. Wir werden ihn am Ende, die wir Christus folgen, sehen, wie er ist, und dann wird sich das Geheimnis auflösen. Und bis dahin dürfen wir das Geheimnis des Glaubens, die Person von Jesus Christus, in unserem Herzen tragen. Wir dürfen staunend vor der Verkündigung des Neuen Testaments stehen, das Lamm und der Löwe, der gekreuzigte Christus, der auferstandene Herr Jesus Christus. Wir dürfen staunend davor stehen und sagen: Ich verstehe nicht alles an dir, aber ich vertraue mich dir an. Du bist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Du bist der Sohn Gottes. Du bist absolut vertrauenswürdig. Du bist der, der sich selbst geopfert hat. Und deshalb möchte ich mich dir hingeben. Wenn wir so mit dem Geheimnis um die Person Jesu Christi umgehen, dann folgen wir genau der Spur des Neuen Testaments. Das fordert uns immer auf, diesem geheimnisvollen Jesus uns vorbehaltlos anzuvertrauen. Herr Jesus Christus, wir staunen über alles, was wir von dir wissen dürfen durch die Bibel. Wir beten dich an als den Sohn Gottes, als das Lamm Gottes, als den Löwen von Juda. Wir beten dich an als den Herrn der Herren, den König der Könige. Wir beten dich an als den, der sich selbst geopfert hat für uns. Wir beten dich an als die letzte Autorität der Weltgeschichte. Wir beten dich an, auch wenn wir bei weitem nicht alles verstehen. Und so wollen wir dir heute neu unser Herz schenken und staunend vor dir stehen und bekennen: Jesus Christus ist Herr. Amen. Das war die Atempause von heute, Samstag, 16. Mai 2020. Wir haben 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16 gelesen, über diesem Thema: geheimnisvoller Jesus. Gott segne dich, Gott behüte dich und schenke dir, dass du dich dem Lamm und dem Löwen immer mehr anvertrauen kannst, auch wenn du nicht alles an ihm verstehst. Er führt uns zum Ziel unseres Glaubens. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und deshalb heute vertrauensvoll leben. Gott segne dich darin.